Bayerische Tradition in der Landeshauptstadt München. Die Wiesn 2018 hat begonnen und nun jagt ein Oktoberfest-Höhepunkt den nächsten. Nach dem Bieranstich und der prominenten Wiesn am Samstag folgte am Sonntag der traditionelle Trachten- und Schützenumzug. Von der Maximilianstraße zogen regionale Gruppen und von weit her angereiste Gäste durch die Altstadt auf die Theresienwiese. Die Ausländer gefallen mir nicht. Die, die vom Ruhrgebiet kommen oder so. Trachten, Schützenumzug. Trachten und Schützen müssen da sein. Also bei uns laufen auch einige mit vom Dorf und darum sind wir jetzt auch alle hier und möchten das ganz gerne anschauen. Das diesjährige Oktoberfest ist die 185. Wiesn und läuft noch bis zum 7. Oktober.